Es gibt nur ein einziges Weinanbaugebiet auf der Welt. Und das ist der Kaiserstuhl, wo Vulkanböden und Kalk zusammenkommt. Die ganz großen Burgunderweine, die wachsen alle in Kalkböden, in steinigen Kalkböden. Wir haben dem noch etwas Zusätzliches zu geben. Das sind diese unterschiedlichen Mineralien, die wir aufgrund dieser Vulkanböden herbekommen haben. Und das macht unsere Weine so einzigartig und so charakteristisch. Es geht bei einem ernstzunehmenden Wein um Eleganz, um Rasse. Es geht aber vor allen Dingen um Mineralität. Es geht bei uns nicht um die Frucht. Wenn jemand Frucht will, dann soll er zum Barkeeper gehen. Weine müssen fein und elegant sein. Das ist das Wichtigste. Und die Krönung für jeden Wein ist es, wenn er irgendwann mal zu einem späteren Zeitpunkt zu einem grandiosen Essen serviert wird. Wir lesen die Trauben relativ früh, weil ich hasse nichts mehr wie plumpe, langweilige, überreife Geschichten. Und dementsprechend kennen wir quasi jede Traube mit Vornamen und jede Beere mit Vornamen. Und dieser Zeitpunkt der Lese ist das absolut Wichtigste, dass man den nicht verpasst. Deshalb haben wir hier auch ein neues Weingut gebaut, um einfach diese optimale Reifung ins Fass und nachher in die Flasche zu bekommen. Wir können heute 5-mal so schnell und viel ernten an einem Tag wie vorher. Das war der wichtigste Grund, warum wir diese große Investition auf uns genommen haben, die übrigens auch nicht nur von einer Generation getragen werden kann, sondern hier ist die Nachhaltigkeit und der lange Blick das Wichtige. Wir hatten einen Architektenwettbewerb für das neue Weingut und hatten dabei rausgegeben, dass wir das gerne so hätten, dass es respektvoll mit der Landschaft draußen umgeht. Und der Entwurf, der hier gewonnen hat, der hat genau diese Terrassenlandschaft des Kaiserstuhls, die ja zum Teil noch aus der Römerzeit und aus der Zeit von Karl dem Großen stammen, aufgenommen. Und wir haben dieses gesamte Weingut quasi in den Boden versenkt, so dass oben die Trauben ankommen. Dann in die Pressen reinfallen. Nach der Presse eben in den nächsten Stock, in den Fasskeller reinfallen, sodass wir kaum pumpen müssen. Die frischeren Weine, die sind eher im Tank ausgebaut, knackig und frisch. Die großen Gewächse sind allesamt im Holzfass ausgebaut. Entweder im klassischen Holzfass oder im Pièce in Barrique. Die Spätburgunder sind alle im Holzfass ausgebaut. Die Hauptphilosophie ist, dass wir uns von zeitgeistigen, kurzfristigen Modeerscheinungen vollkommen befreien, sondern Weine machen, die vor allen Dingen an der Tafel beim großen Essen passen. Das kommt daher, dass wir auch die Tradition haben, aus einem Sternerestaurant zu kommen. Der Schwarze Adler ist praktisch unser Gourmet-Restaurant, das ich gar nicht so nennen will, einfach unser Landgasthof mit großer Küche, der aber einen Stern trägt, seit 1969. Von meiner Mutter erkocht, war die erste Frau, die einen Stern in Deutschland erkocht hat. Guten Tag, Herr Müller. Dazu kommt natürlich, dass wir im Schwarzen Adler eine Weinkarte haben mit über 2700 Weinen und auch schon seit 1892 ein Weinimport von meinem Großvater gegründet, wo wir einfach Weine von unseren Freunden aus ganz Europa listen. Wenn man bei uns in die Keller reinkommt, dann hat man da erstklassige Bedingungen, weil wir gleichbleibende Temperatur haben. Der Unterschied vom kältesten Tag im Winter zum wärmsten Tag im Sommer sind 0,5 Grad Celsius. Aber da liegt natürlich auch was Wichtiges drin. Da liegen Burgunder und Bordeaux drin, die sehr lange brauchen, bis sie reifen. Und mit jedem Jahr, wo sie mehr reifen, gewinnen sie an Finesse und Eleganz und werden sie auch wertvoller.
Und wenn ich da reinkomme, dann habe ich von vornherein Durst und ich freue mich auf jede Flasche. Stelle mir vor, wie diese Flasche jetzt schmeckt und wie sie in 10 Jahren schmeckt. Und ab und zu machen wir selbstverständlich auch eine auf. Wenn ich wir sage, meine ich vor allen Dingen meinen ältesten Sohn und mich. Friedrich hat Winzer gelernt und internationale Weinwirtschaft studiert. Und wir verkosten wirklich alles zusammen. Vom gärenden Most bis zum gereiften Grand Cru. Meistens sind wir sogar einer Meinung. Die frischen, die trinke ich auch sehr gerne jung, die Weißburgunder, Grauburgunder. Also 1 bis 2, 3 Jahre, auch 4 Jahre. Und dann bei den Spätburgundern optimal eigentlich nach 4, 5 Jahren. Wenn man sie gerne mild und elegant haben möchte, dann wäre es einfach schön, wenn sie auch etwas länger reifen können. Vor allen Dingen die großen Gewächse sind so gemacht, dass sie einfach auch Potenzial haben. Aber es gibt einen Grundsatz. Ein guter Wein schmeckt zu jedem Zeitpunkt. Als Beere im Weinberg, als Most und auch als Jungwein, aber vor allen Dingen eben in der gereiften Form.